Schrubben hier, Schrubben da. Ja, typisch. Meine Damen und Herren, ja, hier spricht für Sie Bastille, der Butler, Ihr Confrontier sozusagen für heute Abend. Sie haben ja nun im letzten Jahr, vermehrt im letzten Jahr gemerkt, dass die Herren von Coppelius sich ab und zu mal auf ein Pläuschen treffen. Manchmal wird telefoniert, Rohrpost wird hin und her geschickt und den Herren ist gar nicht bewusst, was für eine große Aufgabe das ist. Denn diese Telefonanlage, die ganzen Rohre, das muss alles gewartet, gepflegt und geputzt werden. Hier mal ein Schräubchen locker, das summiert sich dann doch. Und das gehört eben auch zu einer meiner zahlreichen Pflichten. Und da, da sehe ich auch schon, das Telefonpult leuchtet. Da muss ich jetzt kurz, ich dachte, das ist der Le Comte Caspar. Moment, da muss ich hier kurz etwas verbinden. Ja, hallo? Ja, hallo, Herr Voss. Hier ist Le Comte. Ich wollte Sie fragen. Nein, hier spricht Bastille. Was kann ich für Sie tun? Streichhölzer. Was, Streichhölzer? Nein, wen möchten Sie denn sprechen? Ich wollte den Herrn Voss fragen, wegen der Streichhölzer. Den Herrn Voss möchten Sie sprechen? Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Um die Uhrzeit rufen Sie ja immer gern den Herrn Voss an. Gut, ich würde Sie bitte kurz einen Moment um Geduld bitten. Ich klingle kurz den Herrn Voss an, einen kleinen Moment. Da muss ich Sie kurz rausstöpseln. Moment. Den legen wir mal in die Warteschlange. Hallo, Herr Voss? Hallo, Herr Voss, hören Sie mich? Herr Voss? Wie bitte, was ist? Einen kleinen Moment. Da ist jemand für Sie in der Leitung. Sie müssen kurz warten. Ja, einen kleinen Moment, bitte. Kleinen Moment, bitte. Hallo, wir bitten um etwas Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter steht für Sie bereit. Hallo, was ist los? Wir bitten um etwas Geduld. Ich bin gerade im Training. Der nächste freie Mitarbeiter steht für Sie bereit. Hallo, wir bitten um etwas Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter steht für Sie bereit. Hallo? Ja, hier. Herr Voss, hier ist Bastille, der Butler. Entschuldigen Sie bitte, es hat etwas gedauert. Le Comte Caspar ist für Sie in der Leitung. Möchten Sie das Gespräch annehmen? Das kann ich jetzt nicht. Ich muss meinen Workout machen. Ich wollte dieses Jahr jeden Tag einen Workout machen. Ich habe in den letzten Monaten nichts mehr gemacht. Ich muss jetzt alles nachholen bis ins neue Jahr. Ich habe nur noch 6 Stunden Zeit. Aber ich glaube, es geht ja um den Podcast. Herr Voss, bitte hören Sie mir doch einmal zu. Herr Voss, es geht ja um den Podcast. Das machen Sie doch immer so schön zusammen. Deswegen würde ich den Herrn von Caspar einmal dazu holen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, Augenblick. Ich muss meine Gewichte ablegen. Ja, einen kleinen Moment. Ich verbinde. Achtung. Herr Le Comte Caspar, Herr Voss ist jetzt für Sie in der Leitung. Ich bitte, jetzt können Sie sprechen. Ja, Herr Voss, hallo. Ja. Hallo, Le Comte, freut mich. Das geht ja sonst schneller mit dem Durchschnellen. Was ist denn hier los? Ja, ich habe mein Jahrestraining. Ich habe eigentlich Vorsatz, letztes Jahr war ja jeden Tag zu trainieren. Das habe ich jetzt seit Monaten nicht gemacht. Aber jetzt will ich all meinen Vorsatz vom letzten Jahr realisieren, indem ich jetzt durchtrainiere bis Mitternacht. Und dann habe ich praktisch das ganze Training eines Jahres nachgeholt. Das fällt Ihnen heute ein? Ja, ich bin schon ganz dick auch. Also ich habe überall schon ganz viele Beulen. Aber komischerweise nicht da, wo man die kriegt, wenn man halt, wo einem das gesagt wird, wenn man viel trainiert. Ich habe die Beule an einem anderen Ort. Naja, also deswegen stören sie mich jetzt eigentlich schrecklich, weil ich muss ja meinen Vorsatz vom letzten Jahr jetzt dieses Jahr noch umsetzen. Das tut mir leid. Also, ich wollte fragen, ob Sie Streichhölzer haben. Warten Sie mal kurz. Nein. Nicht? Gut, dann muss ich weiterfragen. Aber haben Sie... Ich sehe hier ein Streichholz, habe ich hier. Eins reicht. Ich brauche nur eins. Aber machen Sie es immer... Ja, lassen Sie es schön trocken. Haben Sie Öl, Lampenöl? Nein, ich öle mich nur ein. Das, so ein Öl habe ich. Weil vor den Trainings muss ich mich immer einölen. Das habe ich in einem alten griechischen Buch gelesen. Die Athleten im alten Griechenland haben sich auch mal eingeölt. Und mit Sand. Also ich bin jetzt mit Öl und Sand eingeschmiert, weil es trainiert sich einfach besser. Da hält man länger durch. Also insofern ist mein ganzes Öl an meinem Körper jetzt. Wird das wohl brennbar sein? Also ich möchte dieses Jahr eigentlich nicht mehr ins Krankenhaus. Das Problem ist ja, dass keine Knaller erlaubt sind und kein Feuerwerk dieses Jahr. Und da habe ich gedacht, ich mache im Hof ein Silvesterfeuer.
Ich wollte Basti auch noch fragen, ob er die Weihnachtsbäume holen kann, auch die vom letzten Jahr und die vom vorvorletzten Jahr. Die liegen nämlich alle hinterm Schuppen, das habe ich gesehen. Na, meiner steht noch. Meiner ist noch aufgebaut, ja. Es ist höchste Zeit, den jetzt zum Silvesterfeuer zu verfeuern. Kann ich den mit Weihnachtsschmuck verfeuern? Klar. Ja, Entschuldigung, Herr Voss, hier ist nochmal Basti. Herr Max Kopeller lässt anfragen, wann Sie denn zur nächsten Blockflötenstunde vorbeikommen. Ach, mit seiner schönen kleinen Klarinette? Naja, ja. Ich habe jetzt schon total viel zu tun. Also ich bin schon ganz... Ja, dieses Jahr also nicht mehr? Naja, jetzt trainiere ich. Bis das Streichholz gezündet wird, trainiere ich jetzt durch. Ich werde ihm absagen. Kein Problem. Aber ich kann natürlich morgen dann ihm was vorspielen und vielleicht kann er ja schon was von mir lernen. Ja, das werde ich tun. Hörst du mal meinen Einsatz? Der ist schon muskulös. Nicht schlecht. Ja. Ja, ich würde mich dann gleich nochmal melden. Ich sage Herrn Max Kopeller Bescheid. Ja? Ich sage ab. Aber ich würde den Herrn Kopeller auch ganz gerne sehen. Ich glaube, der hat jetzt schon den ganzen Punsch für heute Abend schon fast ausgetrunken. Ich müsste dann auch gleich nochmal los neuen holen, weil die Geschäfte, die sind ja eigentlich fast alle zu. Ne? Hat er eigentlich dieses Jahr selber einen Weihnachtsbaum geschmückt? Nee, ich glaube nicht. Aber sagen Sie mal, Basti, haben Sie noch was von diesem ganz hochprozentigen, diesen selber gebrannten? Basti Spezial, dieses 95%ige Kräuterbeerengetränk. Ja, das habe ich jetzt neulich weggekippt. Was? Das wäre wunderbar gewesen zum Anzünden von dem Silvesterfeuer. Stimmt, da haben Sie recht. Ja, soweit habe ich nicht gedacht. Tut mir leid. Ich habe das, nachdem ich mich dann mehrmals übergeben habe von dem Zeug, das war, und ich habe nur genippt. Ja, ich hatte da vor ein paar Jahren ein paar Beeren gekauft verschiedene Schnapssorten gebrannt, also Wodka, Rum, Uso, habe das alles zusammengekippt, Zucker drauf gemacht und in so einen Flakon, also so eine Glasflasche, einen Stöpsel drauf gemacht, das geschüttelt, ein Rosmarin, Stück Seife und dann hatte ich das jetzt stehen lassen. Seife? Und Sie haben Seife mit reingemacht? Naja, so ein Stück Rosmarinseife. Haben Sie an den Socken gedacht? Haben Sie an den Tee-Socken gedacht? Das wird das Problem gewesen sein, ne? Dass das nicht geschmeckt hat. Sehen Sie mal. Naja, jetzt ist es weg. Ich meine, nächstes Jahr, es ist ja ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, da kann man sich ja auch wieder kreativ austoben mit Schnaps und Socken und Keksen vor allen Dingen. Das haben wir ja gemacht beim Fanatikertreff. Ich weiß gar nicht, ob wir im kommenden Jahr ein Fanatikertreff schaffen. Eigentlich wäre es wünschenswert, das zu schaffen, weil ich glaube, dann ist ja auch, gibt es ja ein bisschen was zu feiern, ne? Weil es ist ja dann, ist ja dann wieder ein Jahr rum. Vielleicht in Gelsenkirchen, wenn wir für Krabbert proben. Ja, das wäre natürlich schön. Das ist eine hervorragende Idee. Oh weh. Es gibt ja dann auch wieder eine Premierenfeier. Mit Kopfschmerz erinnere ich mich noch an die letzte Premierenfeier. Ja, Kopfschmerzen nach der letzten Premierenfeier? Vom Selbstgebrannten. Ja, stimmt, die Menschen hatten doch dann so eingelegtes Gemüse mitgebracht. Ganz genau. Und deswegen kommt ja der Vossche Teesocken rein, weil dann hat man am nächsten Tag nämlich keine Kopfschmerzen. Anderen. Es schmeckt besser, man hat keine Kopfschmerzen. Oder haben Sie mich schon mal betrunken gesehen? Ich glaube nicht. Nein. Doch. Nicht? Nein, Herr Voss. Mir fallen da ein paar Geschichten ein. Aber so, Sie können ja mal eine zum Besten geben. Lassen Sie sich mal schön was einfallen. Le Comte's Märchenstunde kommt jetzt. Gleich vorher diskreditiert, ja? Jetzt fehlt nur noch der Vorwurf der Lügengeschichte. Na, ich kann mich nur noch an den Tag erinnern, als sie aus dem Badezuber gefallen sind. Naja. Wir sind in die Zeit, wir leben in der Zeit für schöne Geschichten. Nee, überhaupt nicht zu. Entschuldigung. Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Ich wollte auch gar nicht, eigentlich kann ich mich auch da an diesen Abend gar nicht mehr erinnern. Es war auch früh, es war sehr früh. Und es war ein Badezuber. War mit dem Spiel. Der Badewanne. Es war draußen. Es gab einen großen Badezuber
Dort konnten alle drin Platz nehmen. Ach. Und das war sehr früh. Also wir hatten dann ausgelassen gefeiert. Und eines der wenigen Male, muss man ja sagen, sonst sind sie ja immer alle sehr diszipliniert. Ne? Aber an dem Tag gab es wohl etwas zu feiern. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was genau. Also das Konzert kann es nicht gewesen sein. Es gab einen Badezuber? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Der LeCorn war in voller Fahrt, muss man sagen. Ja, das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Oder spielen Sie auf die Geschichte Doch, das an? Sind dann, wo wir dann Glasscherben raussuchen konnten. Ja, ja. Ach, ich dachte, Sie sind noch bei der Premiere. Ach so, nee, ich bin gesprungen. Nein, ich wollte eigentlich nur, ich wollte das Gespräch jetzt gar nicht so in diese Richtung drängen, aber weil Sie gerade davon geredet haben, also an denkwürdige Abende, das war auf jeden Fall einer davon. Oh ja, oh ja, oh ja, da sind die Cocktailgläser durch die Gegend geflogen. Aber ich habe kein Glas in den Badezug geworfen. Und Herr Voss auch nicht. Ich war es auch nicht. Ich glaube, wir haben auch dort Auftrittsverbot seitdem, was nicht so schlimm ist. Ja, naja. Und der Veranstalter soll sich mal nicht beschweren, denn es ist keine Bühne abgebrannt, kein Haus ist abgebrannt, nichts ist passiert eigentlich. Ein paar Cocktailgläser. Trotzdem haben wir Auftrittsverbot. Also. Ja, aber man muss ja sagen, wir haben ja jetzt noch ein paar Stunden. Herr Voss, was machen Sie denn heute Abend? Also ja, wir feiern ja nicht zusammen. Ja, ich trainiere. Das machen wir ja selbst. Sie trainieren, weil während die trainieren durch sozusagen. Ja. Während ich trainiere, Sie trainieren rein. Ich lese gleichzeitig auch noch ein Buch. Ich trainiere und blättere um. Und ich habe ein ganz tolles Buch. Ich dachte, wir können uns wieder austauschen, so über Weihnachten. Und ich habe ein schönes Buch verschenkt, was ich jetzt aber erstmal selber lese. Und weil ich finde das eigentlich ganz gut. Ich verschenke Dinge, die ich gut finde, um sie dann erstmal selber zu benutzen. Und dann, dann macht das Schenken noch viel mehr Spaß. Ja? Und ich lese ein ganz tolles Buch über die Expedition von dem Herrn Shackleton durch die Antarktis. Ah. Ja, die da gestrandet sind und das Schiff ist kaputt gegangen und dann konnten mit ihren Beibooten da durch die Gegend ziehen und um ihr Leben kämpfen. Das ist super. Die haben ja da wirklich ein Jahr verbracht, ne? Oder noch länger? Ja, zwei Jahre hat es gedauert, weil die mussten ja, ich bin noch nicht ganz durch, aber das, was ich so weiß, ist, da hat sich ja weil als das Schiff kaputt gegangen sind, waren sie ja mitten im Packeis und waren auf einer riesigen Scholle. Und sie mussten da erstmal runter. Und sie haben ihre Beiboote mitgezogen und haben das praktisch, es waren 27 Leute. Und die mussten dann erstmal ein paar hundert Meilen aufs Festland. Das ist irgendwo, oder auf irgendeine Insel sind sie hingekommen, über das Packeis. Und dort haben sie sich so eingerichtet, dass man gerade so irgendwie überleben konnte. Und ein paar mussten losziehen, richtige Hilfe zu holen. Weil die natürlich, ich glaube, 1200 Meilen von dem nächsten Walfang, weil sie von der nächsten Walfangstation 1200 Kilometer entfernt waren. Und dort hat sich dann eine kleine Gruppe, also das, da hat sich also von diesem Zwischenlager eine kleine Gruppe isoliert und ist losgezogen, um Hilfe zu holen. Das hat auch ziemlich gedauert und sind aber am Ende wohl alle gerettet worden. Und das lese ich, während ich trainiere. Und da können Sie sich ja vorstellen, dass die Intensität, die ich erreiche im Training, es ist eigentlich, es ist kein Training, es ist ein Überlebenskampf. Und das wollen Sie dann noch verschenken? Nee, das Buch habe ich schon verschenkt. Ich habe es aber erstmal, bis ich es durchgelesen habe, habe ich das geschenkt, benutze ich es praktisch. Es ist schon verschenkt, aber ich benutze es noch. Also Sie haben sich quasi gedacht, es ist nachhaltiger, gebrauchte Sachen zu verschenken, haben das neu erworben und es erstmal gebraucht, um es dann gebraucht zu verschenken, weil es nachhaltiger ist. Und Sie geben es dann nicht her, oder wie? Ehrlich gesagt, habe ich schon ein paar Mal verschenkt. Herr Vossmann, was mich aber wirklich sehr interessieren würde, wie machen Sie das dann mit den Widmungen? Also ein Buch, da schreibt man immer so eine Widmung rein auf die erste Seite. Machen Sie das dann mit Bleistift und kritzeln Sie das dann weg? Also wenn Sie das jetzt mehrfach verschenken, oder wie machen Sie das? Nee, das einzige Problem, ich kaufe nicht jedes Jahr ein neues Buch, sondern eigentlich einen neuen Stift. Und der Stift muss immer ein bisschen dicker sein. Ganz viele von 0,0001 bis 3,7 Zentimeter. Also der letzte. Aber da ergibt sich doch, Sie haben ja da einen Denkfehler. Entschuldigung, wenn Sie jetzt da den das immer wieder überschreiben und Sie schreiben jetzt lieber Martin zum Beispiel und Ich schreibe nur vor Weihnachten. Keine persönliche Widmung. Nee, das sieht so aus. Das habe ich schon vor 10 Jahren mir so ausgedacht. Frohe Weihnachten, Liebe,
also nur bis Liebe und ab dem R kommt nur noch so ein Gender-Sternchen und dann kommt so Kriege Krake und dann kommt die Jahreszahl. Und da steht dann natürlich 2, 0 und dann wird es wieder so ein bisschen, dann werden die Zahlen immer dicker. Und wie verhindern Sie, dass die Beschenkten ihr Geschenk mitnehmen und es dann selber lesen? Ja, die kriegen das erstmal, die packen das auch schon ein und wenn sie gehen wollen, sind sie aber meistens so betrunken, dass sie ihre Tasche vergessen. Und ich sage dir, mach dir keine Sorgen, ich bringe dir die Tasche vorbei und ja, dann redet man sich halt so ein Jahr lang raus und dann... Und dann sagt er, es ist auch nicht schlimm, ich habe das schon mir auf anderen Weg besorgt. Also das ist eigentlich immer ganz gut gegangen. Sehr schön. Ja. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz dem Herrn Max Kupella absagen. Das wollte ich ja noch machen. Ich bin kurz aus der Leitung. Bis gleich. Ja, sowas. Haben Sie das gewusst? Ich dachte, das passiert von alleine, die Verbindung. Das hat immer geklappt bis jetzt, wenn ich das Telefon abnehme, habe ich sie dran gehabt. Der macht sich doch nur wichtig, der Basti. Ist doch wie immer. Ne? Ja, Herr Voss, ich bin wieder da. Also, Herr Max Kupella, der wartet jetzt im Südflügel auf Sie. Ich muss jetzt zum Klarinettenunterricht. Ja, also, das war diese Blockflöte. Sie wissen schon, das mit dem Klarinettenmundstück. Ja. Ihre erste Stunde, das war ja jetzt nicht... Ein Schalmo? Ja, ich habe ja letztens was vorgespielt. Und alle waren total beeindruckt, wie schnell ich das gelernt habe. Ja, und der Bass? Welcher Bass? Ich bin jetzt Klarinettist. Ich bin ja Schalmo-Klarinettist. Ich glaube, das heißt Schalmist. Es ist ja gar nicht so, dass ich jetzt zum Herrn Kupella in den Unterricht gehe, sondern eigentlich, wir halten es nur der Form her aufrecht, eigentlich... Sie geben eben noch so ein paar Tipps. Ja. Also eigentlich ist es, muss man schon sagen, ist es so. Also ich bin wirklich, das heißt ein, also was ich an Talent auf dem Kontrabass nicht habe, das blüht jetzt auf und treibt wirklich die schönsten Früchte auf der Klarinette. Also ich finde ja, eigentlich sind auch Klappen und Löcher überbewertet bei Blasinstrumenten. Sie kennen meine Klarisaune? Nein, Klarisaune? Da habe ich Ihnen das nicht gezeigt? Nein, ich wusste nicht, dass Sie mit Ihrer Klarinette in die Sauna gehen. Nee. Ich habe den Zug einer Posaune genommen, den Rest abgesägt und dann ein Klarinettenmundstück vorne drauf gesteckt. Und wie klingt das? Ja, das klingt so ein bisschen wie das Kladidjeridoo. Ah ja. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt ja die Tonhöhe ändern kann, ganz frei nach Gusto. Ja, okay. Aber eine Posaune an sich ist zu lang, das würde ein viel zu tiefer Ton werden. Aber wenn man nur den Zug nimmt, da ist das Instrument dann so 1 Meter lang, wenn es eingefahren ist, und wenn es ausgefahren ist, ist es so 2 Meter lang. So wie das Kladitsch. Und das klingt auch ungefähr so. Und dann kann man die Tonhöhe aber ändern, den Grundton. Das ist ganz Ja, aber kriege ich mit dem Kontrabass auch hin. Aber mit meinem Schalimo komme ich natürlich ein Register in engelsgleiche Höhen. Da kann niemand da mithalten. Mein Klarinettenfallset ist ein von so wunderschöner Reinheit und so eine Bereicherung für alle unseren zukünftigen Aufnahmen. Auch in Krabbert sind schon riesige Solopartien dafür entwickelt worden. Eigentlich müssen Sie gar nicht so aufgeregt sein, weil eigentlich Krabbert wird so, ich würde sagen, 3/4, also ungefähr, also geschätzt 3 Stunden aus einem Clarichamo-Solo bestehen. Haben Sie eigentlich Ihren Text schon gelernt für Krabbert? Ich habe keinen Text. Gar nicht? Nein. Also ich habe auch ganz wenig Text, glaube ich, bin ich ganz froh drüber, aber ich habe ja auch den ganzen Instrumentenklapperkasten, meinen eigenen Wagen kriege ich da. Aber Sie haben keinen Text? Ja, doch, ich glaube, Herr Schmidt hatte doch, also mir hat er jedenfalls etwas zukommen lassen für Sie, Herr Voss, ich weiß nicht, haben Sie das nicht bekommen, das waren circa 30 Seiten? Nein, ich muss ganz schnell mein Weinglas füllen. Können Sie Ihren Text schon, Basti? Ja, 30 Seiten. Natürlich kann ich meinen Text. Das war für mich das Aufregendste. Ich war so nervös, dass ich meinen Text vergesse. Musikalisch kriege ich ja alles hin, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt meinen Text vergesse und dann kriegen die anderen ihren Einsatz nicht und wissen nicht weiter. Komische Sorgen hatte ich gar nicht, weil ich bin ja bekannt dafür, was für einen bombensicheren Text ich da hatte. Ich hatte ja genau 13 Wörter zu sagen, also das waren vielleicht nur 7 und die habe ich wirklich ganz sicher abgedrückt. Ganz genau.
Ja, guten Tag, Abend, auf Wiedersehen. Ganz genau. Ja, der Trick ist natürlich nicht, dass man lernt, sondern dass man das barfuß macht, ne? Dass man wirklich eine tiefe Erdverbundenheit spürt, dadurch, dass man barfuß auf der Bühne steht und dann kommen diese Erdkräfte in einen und dann kann nichts passieren, weil es auf der Bühne stehen hat nur was mit dem richtigen, mit der richtigen Einstellung zu tun. Das sind doch Aber Herr keine. Voss, jetzt hören Sie doch mal auf. Sie wissen doch selber ganz genau, dass ich Ihnen die meiste Zeit den Text einfach zugeflüstert habe. Und ich Ja! ich musste ihn. Aber das macht doch gar nichts, weil meine Erdverbundenheit, weil ich barfuß auf der Bühne gestanden habe, die war trotzdem, war das Ergebnis begeisternd für das Die Publikum. waren doch gar nicht barfuß. Sagen Sie mal, Basti, wie haben Sie denn den Text für Herrn Voss gelernt? Ach, naja, ich barfuß in meinem Zimmer bin ich immer auf und abgegangen und Okay. hab den Text gelernt und dann hatte ich ihn plötzlich drin. Das ging sehr schnell. Ne? Ja, aber was mich mal jetzt wirklich interessieren würde, also eigentlich weiß ich nicht, ob mich das interessieren würde, aber Sie haben ja auch ganz oft in Ihren, ich habe immer sehr aufmerksam zugehört, heimlich habe ich gelauscht in den Telefonaten, auch den Gesprächen. Und mich persönlich haben auch immer die ernsten Themen so interessiert. Ne? Und weil wir haben ja jetzt ein Jahr ist jetzt wieder rum, das nächste Jahr kommt. Und man hat ja immer so ein, wie nennt man das, so gute Vorsätze fürs nächste Jahr oder Vorsätze allgemein. Und ne, wir haben ja, ist ja nicht mehr viel Zeit, jetzt sich ein paar Vorsätze zu nehmen. Und da wollte ich Sie fragen, willkommen Kaspar, was sind denn Ihre Vorsätze fürs nächste Jahr? Gibt es denn da überhaupt welche? Nee. Keine guten Vorsätze? Also ich versuche schon seit ein paar Wochen wieder ein bisschen regelmäßiger laufen zu gehen. Aber heute war dann auch wieder nicht so. Schön, schön. Gut. Und was hätten wir denn, also wie gesagt, mich interessieren ja ernste Themen. Also Ernsthaftigkeit im Leben ist ja das für mich das A und O. Ne? Ohne Ernsthaftigkeit kommt man ja nicht weiter. Das Ja. habe ich oft gemerkt. Und James Webb. James Webb, es gibt ein neues Teleskop. Teleskop. Und es ist schon hinter Mond. Wirklich? Das ist kein Witz. Es ist schon hinter Mond. Also man kann das verfolgen. Und es sind, glaube ich, schon, weiß ich was, über 500.000 Kilometer. Es ist schon von der Erde entfernt. Und es ist ja vor ein paar Tagen erst gestartet. Und was ich gar nicht wusste, also das war ja, dieses Teleskop ist ja so groß wie ein Tennisplatz. Ne? Das passt natürlich, wenn es ganz ausgefaltet ist, ja. Aber es passt natürlich nicht eine Rakete, weil ein Tennisplatz, jeder kennt ja die großen Raketen, ein Tennisplatz passt ja nicht in eine Rakete rein. Jedenfalls nicht als Tennisplatz. So, und deswegen war es eine ganz große Aufgabe, das so zusammenzufalten, wie das Teleskop, dass es in eine Rakete reinpasst. Und das haben die hingekriegt. Das ist ja Hat so lange interessant. gedauert. Und dann ist es in der Rakete hochgeschickt worden, also hochgeschossen worden, vor 5 Tagen, glaube ich. Und seitdem fliegt es alleine jetzt zum Lagrange-Punkt 2. Das ist ein Punkt hinter der Erde, 1,5 Millionen Kilometer entfernt. Und dort bilden Sonne und Erde, dort hebt sich die Schwerkraft auf. Das ist so ein schwerkraftloser Punkt. Und dort kann man sehr gut so ein wichtiges Teleskop kreisen lassen, weil es da auch immer im Schatten von der Erde ist. Und weil nämlich dieses Teleskop im Gegensatz zum Hubble-Teleskop nur im Infrarotbereich, also in einem Licht, das wir nicht sehen können, mit den Augen, den Weltraum anguckt. Und das muss bei ganz super, super niedrigen Temperaturen passieren. Und deswegen ist ein ganz faszinierendes so Abschirmsystem, damit auch gar keine Wärme zu den Instrumenten hinkommt. Und das ist da, warum das so groß ist wie ein Tennisplatz. Das sind 5 Folien im Abstand von ein paar Zentimeter gestaffelt. Und die schaffen es wirklich, die ganze Wärme wegzuhalten. Das ist ist Wahnsinn. total faszinierend. Was Sie alles wissen. Aber wissen Sie, was mich am meisten interessieren würde? Wie viele Tischtennisplätze in einen Tennisplatz reinpassen? Was würde ich sagen? Ich würde sagen, also ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Nee, Noch nicht? Ja. oh, als ich klein war, wollte ich unbedingt Tennis spielen. Aber es gab noch gar kein Tennis. Und wie ist das so? Und als ich dann
Björn Borg gesehen habe, da wollte ich dann, da war ich dann zu alt dafür. Ich fand Björn Borg ja so super. Das war ja der letzte Spiel, der noch mit dem Holzschläger gespielt hat, wissen Sie? Björn Borg sagt Ihnen nichts mehr. John McEnroe, Jimmy Connors. Nö. Das Tolle an Björn Borg war, der hat keine Emotionen gezeigt. Weil der als Junge extrem emotional war und deswegen immer verloren hat. Oder ist nicht weitergekommen in seinem Tennis und hat seinen Trainer beigebracht, du darfst keine Emotionen zeigen. Ob du gewinnst oder ob du verlierst, ob du Punkt gewinnst oder verlierst. Während des Spiels keine Emotionen. Ja, Ernsthaftigkeit eben. Und das war der einzige Emotion, die er gezeigt hat, war, wenn er in Wimbledon gewonnen hat, dass er sich dann beim letzten Punkt, wenn er gewonnen hat, es fünfmal gewonnen, glaube ich, dann hat er sich auf die Knie fallen lassen, hat die Arme in die Luft gemacht. Und womit spielen Sie jetzt? Mit Schlägern aus Blech? Nee, ich spiele ja auch kein Tennis mehr. Ich gucke ja noch nicht mehr zu, weil ich habe ja auch einen ernsthaften Vorsatz fürs nächste Jahr, dass ich Sie, weil Siele kommt, Sie wissen ja schon, im September nächsten Jahres laufen wir ja zusammen Marathon, nicht? Haben Sie mir ja versprochen, das ist unser großes Jahresziel. Sie trainieren doch für den Marathon. Sie haben doch gesagt, Sie trainieren jeden Tag und wir laufen nächstes Jahr zusammen. Ach, ich habe es auch schon, ich habe es auch schon allen erzählt. Ich habe es gehört, in Ritterrüstung, nicht wahr? Genau. Also mein Rekord liegt bei 6 Kilometer. Das ist doch schon fast ein Marathon. Ich glaube, da habe ich auch eine Stunde für gebraucht. Das ist nicht so schlimm. Das habe ich auch nur einmal geschafft. Ich werde mit dem Besenwagen diskutieren, dass Sie auf alle Fälle zu Ende laufen dürfen. Wir können auch schon 2 Tage vorher anfangen. Nicht? Da kommen wir vielleicht sogar schon in der Siegergruppe mit ins Ziel. Das ja. Also wissen Sie, so ein Marathon, wie viel ist ein Marathon? 42 Kilometer und 195 Meter. Aber wenn Sie jetzt, also das wäre müssen Sie ja dann durch den... Ganz toll. Aber erstmal müsste ich ja... Auf der Straße des 17. Juni, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt 2 Tage vorher anfangen, dann müssen Sie ja durch den Verkehr. Das ist ja ein bisschen schwierig. Dann fahren da nicht einmal Autos. Ist das nicht gefährlich, Herr Voss? Deshalb die Ritterrüstung. Jetzt verstehe ich. Na, was ich mir auch vorgenommen habe, nächstes Jahr Ausreden zählen nicht mehr. Nicht? Ja, da bewundere ich Sie wirklich. Nicht? Also wie Sie das so durchziehen, das ist also nicht schlecht. Unfassbar. Ich nehme mir immer was vor und das schaffe ich dann immer nicht. Und ich schaffe das, halte es dann immer eine Woche durch irgendwie. Also manchmal schon, aber dann ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, jeden Tag, also auf Zucker verzichten zum Beispiel. Ja, das kann man mal eine Woche machen, aber dann gibt es dann doch irgendwie leckere Sachen, die man dann essen möchte. Ja, und es gibt dann, und was mich wirklich immer wieder so an meinem Geist auch wieder wundert, dass man am einen Tag ist man wirklich so, hat man wirklich so viel Vorstellungskraft, wie man das durchhalten kann. Und dann könnte man sich gar nicht vorstellen, dass man jemals wieder Zucker isst. Und dann vergeht eine Woche und dann ist es genau andersrum. Dann steckt man wieder so voll drin und dann denkt man, wie konnte ich das überhaupt jemals schaffen, keinen Zucker zu essen? Jetzt nur als Beispiel. Ja, weil Sie das gleiche Problem haben wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, wie hält man... Kontinuität ist ja das Zauberwort. Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem wie Sie. Aber ich rede immer so, als wenn es mir nicht passieren würde. Ja. Das ist deswegen so erfolgreich. Aber es geht doch gar nicht darum, nie wieder Zucker zu essen. Stimmt. Das ist doch in Ordnung, wenn man ein Stück Kuchen am Sonntag isst. Man muss dann nur am Montag wieder weiter. Ein Stück Kuchen beim Training isst, ja. Ist doch egal, kann man doch machen. Montag ein muss Stück doch nicht immer alles nichts sein. Dienstag ein Stück Kuchen. Das kann man auch machen. Man kann sehr viel trainieren und ganz normal weiter essen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Aber ich kann mich immer an Ihren Ausspruch erinnern, Herr Voss. Zucker ist Krieg gegen den eigenen Körper. Ja, das ist auch sicherlich so. An diesen Spruch mit dem Zucker und dem Krieg denke ich jedes Mal, wenn ich mir Zucker in den Tee mache. 3-mal bei jeder Tasse Tee denke ich an diesen Spruch. Naja, also ich meine, wenn es ein bisschen Zucker in Tee ist, nicht gut, aber... Das Problem ist ja nicht, dass man mal was Süßes isst. Das Problem ist, dass man wahrscheinlich zu viel Süßes isst. Auch ungewollt auch Zucker zu sich nimmt. Zum Beispiel in den Kidneybohnen. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht der Zucker, der so problematisch ist. Das ist ja wirklich das raffinierte Zeug und der Zucker, das ist der... Zugesetzt, ne? Ich meine ja. Dann Kidneybohnen ist zugesetzter Zucker. Das wusste ich nicht zum Beispiel. Das wusste ich auch nicht. Ernsthaft? Ja. Also ich habe mich immer gefragt, warum ist in Kidneybohnen Zucker drin? Also Sie meinen jetzt nicht so gebackene Bohnen nach englischer Art in Tomatensauce, sondern einfach nur die Bohnen.
Da ist Zucker dran. Ja, die Kidneybohnen, die man so in der Kaufhalle zu kaufen bekommt, die enthalten Zucker. Also müssen Sie mal drauf gucken. Also ich habe eine Zeit lang dann immer geschaut, was auf den Lebensmitteln hinten drauf ist. Und es ist erstaunlich, wo überall Zucker drin ist. Zum Beispiel Mohnrüben ist da auch Zucker drin. Was? Aber das ist doch natürlicher Zucker. Ja, natürlich ist natürlicher Zucker, aber man kann, wie gesagt, es ist ja in allen Dingen, es ist auf alle Fälle besser, eine Mohrrübe zu essen, als Stäbchen-Eis oder so, ja, ist ja klar. Ich war mal in so einem Körperertüchtigungs-Etablissement und auf dem Weg zu den Garderoben, da war zum Beispiel so ein Schokoriegel, eine Cola-Dose so angeheftet und noch irgendwas. Und darunter waren Plastebeutel mit dem enthaltenen Zucker. Ah, ja. Also da war halt so weißer Zucker reingemacht und also so 033 Cola-Dose, also da war die Tüte fast voll. Ja, also deswegen gilt ja auch die grobe Regel, dass möglichst unverarbeitete Lebensmittel ist. Stimmt. Das ist die ganze Regel. Und mit dieser Regel, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, greift man schon ziemlich viel davon ab. Da greifen wir mal nicht so schlecht. Unverarbeitete Lebensmittel. Alles, was man macht und die Sachen mehr verarbeitet, noch mehr kocht und sowas, sorgt dafür, dass man die Kaloriendichte erhöht. Ja. Aber Klöße. Ja, wie gesagt, es ist ja, also ich meine, sind ja auch im richtigen Weg, wenn sie laufen gehen. So 10 Kilometer, das wäre mal so ein Ziel. Ja, also können wir sofort machen. Da komme ich sie besuchen, dann laufen wir erstmal 6 Kilometer, was sie sonst so machen. Das mache ich nicht sonst so, das habe ich einmal geschafft. Im Park hinter dem Herrensitz. Ja. Da habe ich genau die Wege ausgemessen. Da gibt es eine wunderschöne Runde, die ist genau 1 Kilometer lang. Aha. Die schaffe ich souverän einmal und manchmal auch zweimal. Und wenn ich richtig, richtig gut drauf bin, dreimal. Aber dann reicht es mir meistens auch schon wirklich. Aber dann, jetzt kommt mein Tipp. Ja. Dann laufen Sie eine Runde und spazieren die nächste halbe. Und dann laufen Sie wieder eine Runde, spazieren eine Runde und dann noch eine dran. Dann haben Sie sich auch bewegt. Und wenn Ihnen das zu langweilig ist... Nö, das ist fast ein bisschen meditativ. Ich glaube, der Trick ist einfach, dass man darf sich nicht tot machen. Man muss das langsam aufbauen. Und man muss halt so Tricks selber rausfinden. Und das kann jeder für sich alleine machen. Einfach mal da ein paar Meter gehen. Dann gehen Sie einfach mal 10 Minuten und dann laufen Sie wieder ein bisschen. Und nicht so an diese Grenze gehen, oh Gott, die haben mich jetzt total zerstört und dann ist wieder für 10 Tage Ruhe. Genau, ja. Genau. Aber die Gegenseite hat auch ihre Tricks. Zum Beispiel, jetzt zieht das so ein bisschen im Knie, vielleicht lieber heute nicht so viel. Wir sind ja alle schon älter und der Körper muss sich auch ein bisschen anpassen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man da natürlich vielleicht mal einen Tag Pause macht, bis sie dann wirklich jeden Tag laufen gehen können, dauert es ein bisschen. Ja, das Eislaufen gehen fehlt mir. Das gibt es ja jetzt seit 2 Jahren nicht. Ich bin nämlich immer in die Stadt reingefahren, auf die Eissporthalle. Und dann habe ich dort meine Kringelchen gemacht. Das macht sehr viel. Das habe ich doch 3-mal die Woche oder öfter gemacht. Ganz groß. Können Sie nicht mit dem Gartenschlauch den Garten zu einer Eisfläche machen? Da habe ich schon drüber nachgedacht. Man bräuchte also drumherum etwas, was so ein bisschen erhöht ist. Zum Beispiel so dicke Rohre. Ja. Dickere Rohre, als ich für die Instrumente habe, noch dickere. Und dann eine Plane dazwischen und wenn man dann da Wasser reingießt, aber das muss schon wirklich kalt sein und so kalt wird es ja hier nicht so richtig, dann hat man das vielleicht für ein paar Tage. Ja, immerhin, aber es sind schon wieder 3 Tage, dann ist es gut schon laufen. Ja, und wenn man es dann einmal richtig abgefahren hat, dann gibt man wieder Neues drauf und hofft, dass es wieder friert, oder? Ja, würde ich mal so versuchen. Man muss ja seine Erfahrung machen. Das ist wie mit Ihren Schwingschleifern, verstehen Sie? Da muss man ausprobieren, Basti, Sie können auch ein bisschen Eis laufen, nicht wahr? Schon lange nicht gemacht. Ich glaube, beim Pirouettendrehen bin ich ganz böse aufs Steißbein gefallen beim letzten Mal. Und das ging so schnell. Ich habe mich so sicher gefühlt auf diesen Schlittschuhen. Und da habe ich gedreht und gedreht. Und plötzlich waren meine Beine da, wo mein Kopf war. Und ich saß auf dem Boden. Und so schnell... konnte man, ja, das passiert. Ja, also Eis, aber ich habe das lange nicht gemacht und mir fehlt das tatsächlich auch. Ich meine, man kann ja auch im Sommer Schlittschuh fahren. Rollschuh laufen.
Haben wir nicht mal sogar, als es richtig schön gefroren war, eine Runde Eishockey zusammengespielt? Ich glaube, da war was, aber ich habe es nicht mitgemacht. Ich glaube, da war was. Waren Sie nicht auch mal in Annaberg-Buchholz? Ja, Schneebrettfahren in Annaberg-Buchholz, da waren wir alle zusammen. Ja. Aber ich fahre ja jetzt nicht mehr mit dem einen Brett. Ich habe ja jetzt zwei kurze Skier von knapp einem Meter Länge. Das ist wie Schlittschuhfahren, nur den Hang runter. Man ist ganz wunderbar wendig, man braucht keine Skifahrtechnik, man kann vorwärts fahren und rückwärts fahren und sich drehen und alles ganz großartig. Mit Stöckern oder ohne? Ah, ohne. Ohne, echt, ja. Ich weiß gar nicht mit den Stöckern, was ich damit soll. Da habe ich die Hände nicht frei, die fliegen in der Gegend. Da ist natürlich klar, die anderen, die vor sind, die vor einem sind, die muss man, da kann man damit wegschieben, damit man freie Bahn hat. Mit drumherum fahren um die Kegel. Ach, dann fährt er die rum, weg, raus aus der Bahn. Basti, ich habe eine Frage. Ja, ganz ja, natürlich. Wirklich eine ernsthafte Frage. Ja, sehr. Haben Sie denn was zu Weihnachten geschenkt bekommen? Ja. Herr Max Kopeller, also wirklich. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Zuerst Socken. Okay. Socken. Und originell nicht. Socken. Ah. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Und er hat mir einen sogenannten Pullover geschenkt. Also, und der ist pink. Der ist ganz pink. Ach, das und vorne, ist der, den ich ihm vor 10 Jahren geschenkt habe. Ganz genau. Und der ist da ist so eine Kapuze, die kann man drüber ziehen. Ja, eine Tasche vorne und was mich wirklich sehr gefreut hat, Graf Dracula ist vorne drauf, der gerade, da ist so ein sogenannter Patch, ja, der ist so gestickt und der ist so, ich weiß nicht, so 20 Zentimeter breit und der ist gestickt und da ist Graf Dracula in Form von Mr. Burns aus den Simpsons. Ich glaube, das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich jemals bekommen habe. Wissen Sie, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Weihnachtspullover, aber es gibt Weihnachtspullover. Und ich habe mir gedacht, wäre das nicht großartig, wenn wir, das können wir ja zum nächsten Jahr mal machen, Coppelius Weihnachtspullover machen. So gestrickt. So gestrickt. Mit kleinen Zylindern drauf und Klarinetten und Streichinstrumenten. Muss wie so Kapuzenpulli, muss es ein Kapuzenzylinder da weiß ich nicht, ob das geht. Nee, einfach so einen richtig schönen Weihnachtspullover mit kopeljanischen Motiven. Und zwar, ich möchte ihn rosa haben und mit Pailletten. Das ist Quatsch, Herr Voss. Ich meine das aber ernst. Sie haben keine Fantasie. Doch, aber ich will mir das nicht vorstellen. Ja, aber die Frage möchte ich ja gerne mal zurückwerfen. Was haben Sie denn bekommen, Herr Voss? Wurden Sie denn beschenkt? Ja, ich habe ein Buch geschenkt. Über die Shackleton-Expedition. Wirklich? Ja, und das lese ich gerade. Und deswegen bin ich total begeistert, weil ich auch so gerne trainiere. Nicht? Und, schöne Geschenkidee eigentlich. Ja. Also Musik, man beschäftigt sich ja so von Berufswegen auch viel mit Musik. Und ich habe so ein bisschen in den letzten Jahren die Freude verloren am Musik hören. Und gerade in den letzten Jahren ist die digitale Technik hat sich weiterentwickelt und diese ganzen Musikplattformen sind aus dem Boden geschossen. Und ich muss sagen, seitdem fällt es mir schwer, Musik zu genießen. Also ich habe Schallplatten gerne gehört und diese Audiotapes, da hat man das so reingesteckt und man hat sich hingesetzt und dann mitgesungen oder mal vielleicht auch einen Titel weitergedrückt, aber so dieses. Jetzt hat man das eigentlich alles so auf einen Knopfdruck und obwohl die Möglichkeit da ist und die eigentlich die Möglichkeiten vervielfältigt worden sind, steht einem ja die Welt offen, weil wie Sie es gerade beschrieben haben, das führt bei mir aber genau zum Gegenteil. Ich bin davon so erschlagen, dass ich eigentlich weniger Musik höre. Das ist aber, glaube ich, ein allgemeines Problem, dass Möglichkeiten einen erschlagen können. Und ich glaube, das hat auch, also bei mir hat das auch ab einem gewissen Alter angefangen, weil ich kenne natürlich diese Müdigkeit, neue Musik hören zu wollen. Oder wenn man dann Musik sucht, die einem gefällt, dann merkt man, man greift immer wieder so in seine alten Schubladen, mit denen man so aufgewachsen ist. Und ich habe vor vielen Jahren mal so einen Artikel gelesen, und das habe ich auch sicherlich schon hier im Podcast erzählt, dass untersucht wurde, wie das denn mit der Geschmacksbildung beim Musikhören ist.
Und dort war die Conclusio, also der Schluss dieses Artikels war, dass, dass bis zum 25. Lebensjahr so ein großer Teil der Geschmacksbildung, was das Musikhören betrifft, abgeschlossen ist. Und dass sich dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel verändert. Und seitdem ich das gelesen habe, habe ich eigentlich so ein bisschen an meiner Einstellung gearbeitet, dass ich auch, dass man sich immer innerlich auffordert, auch das Interesse nicht zu verlieren und sich zu öffnen, zu Sachen zu öffnen, die man erstmal beim ersten Hören vielleicht nicht mag oder die man nicht gleich versteht. Es gibt und dass man vor allem auch bei jungen Leuten einfach mal zuhört und die fragt, was denen gefällt. Zum Beispiel, wenn man mit Linus von Doppelschlag sich unterhält und den mal so fragt, was hören Sie denn so? Da kann man aber sicher sein, dass man innerhalb von 2-3 Minuten mal einen Vorschlag bekommt und dann hat man wieder die Möglichkeit, eine halbe Stunde sich das mal reinzuhören und da kommt man immer wieder auf ganz neue Gedanken. Vor allem interessiert mich, ich finde es total spannend zu erleben, zu verstehen, warum gefällt dem jetzt das so besonders? Was gefällt ihm da jetzt so dran an der anderen Musik? So, er hat Ausbreaker. Ja, das war mein Vorschlag. Ach, da Ihr Vorschlag, genau. Und das finde ich halt total interessant, sich das dann anzuhören. Und im Hinterkopf weiß ich, habe ich Ihre Empfehlung. Und dann höre ich die Musik und so, warum gefällt? Was sagt mir das über Basti, dass eben diese genau. Musik gefällt? Das finde ich total genau. spannend. Und du komme ich ehrlich gesagt auch darauf, immer wieder mal neue Musik zu hören, oder alte Musik, die mir früher nicht gefallen hat, mit einem neuen Ohr zu hören. Zum Beispiel, ich habe ja in den 80er Jahren gab es da so Bands wie Depeche Mode und sowas, und ich habe das gehasst, wie der Teufel das Weihwasser. Das war, also Synthesizer und so, wenn es dann nur Pling gemacht hat, war ich schon draußen. Also, und ich war da auch ganz apodiktisch und konnte mich überhaupt nicht öffnen. Und das hat sich aber auch geändert. Ich versuchte das, natürlich spüre ich mein Musikgeschmack ist auch, bewegt sich auch auf gewissen Gleisen, aber ich finde wichtig, dass man die Gleise spürt und dann auch mal vom Gleis runterhüpft, ne? Ja, ich habe auch festgestellt, gerade die Musik, die man in jungen Jahren so zu sich nimmt, die man verbindet, man verbindet eine Emotion damit oder eine Situation. Und gerade wenn man in jüngeren Jahren, das ist jetzt meine Interpretation, noch auch sehr beeinflussbar ist oder beeindruckbar, möchte ich es mal nennen, verbindet man, vielleicht bleiben auch einige Leute dann so in der Vergangenheit hängen und so alten Lieder und es wird schwerer, neue Musik sich oder neue Musikrichtung an sich ranzulassen. Und diese Emotionen werden irgendwie nicht mehr so ausgelöst. Also verstehen Sie, was ich meine? Es ist, ich weiß, drücke mich etwas kryptisch aus, aber... Überhaupt nicht. Ich kann es total. Also zum Beispiel, als wir am Anfang angefangen haben, Konzerte zu machen. Ne? Und wenn man dann noch so jung ist und damit so einem großen Feuer spielen kann oder man sich wie verrückt auf der Bühne rumbewegen will, dann kommt es ja ganz natürlich. Aus so einem Jugendlichen, denn man hat einen fantastischen Stoffwechsel, die Hormone schießen durch die Decke und man kann sich dafür begeistern. Da muss man sich überhaupt gar nichts, also ich musste mich da früher nicht groß für anstrengen. Aber mit den Jahrzehnten, Jahrzehnt für Jahrzehnt, merkt man, dass sich innerlich dieses Gefühl ein bisschen abnutzt. Und man kennt ja einige Bands, die stehen dann, haben ja eine gute Situation, dass wir sehr alt werden, aber bei normalen Kollegen sieht man ja, also wenn sie dann 50 sind und 60, dann sieht das alles schon ganz anders aus, als wie sie mit 25 auf der Bühne gestanden haben. Und nur wenige Bands verstehen das, also sehr wenige, dieses Feuer so am Leben zu erhalten. Und so ändert sich die Energie. Aber das Tolle ist, dass man auch dann wieder die Freude an den einzelnen Liedern findet. Also wenn man zum Beispiel super, wenn man gut geprobt hat und man kann Song ab spielen, ohne darüber nachzudenken. Und das, finde ich, dann transformiert sich so diese Freude und diese Energie für die Musik und die Begeisterung. Ja, ja, weil man dann im Grunde genommen auch erst wirklich interpretieren kann. Nicht? Wenn man nicht mehr über die Noten nachdenkt oder den Rhythmus oder was auch immer, sondern wenn es einfach aus den Fingern kommt oder aus der Kehle, wo auch immer, dann hat man ja wirklich eigentlich dann erst Freude an dem, was man macht, ja, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt. Aber natürlich, ich meine,
Das, aber das Problem haben natürlich ganz viele Rockbands und bei Punkbands natürlich auch. Ne? Da wurde in den ersten 10 Jahren leben die natürlich von dieser jugendlichen Energie und es wird nach hinten raus dann sehr, 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 sehr schwer. Insofern sind wir natürlich immer ein tolles Phänomen. Das ist wie in der Liebe. Wenn ich das erste Mal verliebt bin, dann muss ich mich jetzt, dann muss ich mich nicht groß anstrengen, dann fliegt mir die Schädeldecke vom Kopf. Nicht? Und das ist ja sehr schwierig, dann nach 100 Jahren dieses gleiche Gefühl. Das transformiert sich doch dann. Dieses Schmetterlingsgefühl oder so. Und so genauso ist es mit dem der Liebe zur Musik auch. Es transformiert sich. Und ich glaube, man kann auch was dafür tun. Ich wollte eigentlich noch ein Thema ansprechen, und zwar unsere Badekollektion für das Frühjahr 2022. Was, wenn wir wieder das erste Mal baden gehen, was wollen wir da anziehen? Na, Streifenanzüge. Von den Knien bis zu den Schultern, wie immer. Ach Mensch, ich habe was Tolles gehört, eine tolle Geschichte gehört. Und zwar, ich habe ein Wissen von einem wissenschaftlichen Experiment erfahren. Dort wurde mit Escherichia coli Bakterien, die wurden in eine Lösung gesetzt. Und Sie kennen ja diese kleinen, runden Schälchen, nicht, wo man dann so diese Kolonie... Petrischale. Ne, genau. Und dann hat man eine Kolonie gezüchtet mit so einer gewissen Nährlösung. Da waren verschiedene Elemente drin, kann ich nicht mehr sagen, was. Auf alle Fälle wurde dann am nächsten Tag, also die, wurde 1% von dieser Kolonie auf eine neue Schale gemacht. Und dann hat man geguckt, wie die sich genetisch verändern, was da für Mutationen gibt und wie die sich weiterentwickeln. Und dieses Experiment wurde über 30 Jahre gemacht. Also es gibt Abertausende von Kolonien und Mutationen, die sich weiterentwickelt haben. Und jeden Tag wurde es über 30 Jahre gemacht, auch am Wochenende. Also Herr Voss, ich muss wirklich sagen, so, Sie überraschen mich immer wieder. Immer wieder. Ja. Interessant wäre bestimmt auch, wenn man auf einem langen Papierstreifen solche Pilzkolonien züchtet, die unterschiedlich hoch werden, und dann schaut, ob man das, wenn man das durch die Spieluhr zieht, was dann da für Musik rauskommt. Ja, das ist ein Wahnsinn. Unterschiedliche Pilzchen, unterschiedliche Musik. Oh, Pilzchen, jetzt habe ich Appetit auf. Also wirklich, ich glaube, ich muss was essen. Ich habe noch eine Frage. Lieber Lecomte, lieber Basti, was wünschen wir uns jetzt gegenseitig fürs neue Jahr? Ja, wir wünschen uns, dass wir Krabat spielen können und dass es dann wirklich ein paar Festivals gibt. Und dass wir vielleicht wirklich schaffen, obwohl die Situation so abstrus ist, ein Album zu machen. Das wünschen wir uns. Also ich wünsche Ihnen das von Herzen. Ich wünsche 2 Sachen, euch beiden und allen anderen auch. Nur 2 Sachen. Und zwar Gesundheit und Freundschaft. Oh, ich wünsche natürlich, also das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche mir alles, was Sie sich gerade gegenseitig gewünscht haben. Und zusätzlich wünsche ich mir so ein Mikroskop. Ich habe mal wieder Lust, die Dinge, die kleinen Dinge zu sehen. Also wirklich die kleinen Dinge. Ich möchte mal so ein Fussel zum Beispiel, will ich mal sehen, wie, also dass der riesig groß ist, dass man jede kleine Milbe erkennt. So ein richtig starkes Mikroskop, das wünsche ich mir fürs neue Jahr. So, und das zu sehen, was man sonst nicht so sieht. Also das nehme ich mir mal vor für nächstes Jahr. Ansonsten den Zuhörern kann man natürlich auch nur wünschen, dass das kommende Jahr auch mindestens genauso schön wird wie dieses Jahr. Und noch schöner. Ja, noch, eigentlich noch schöner. Ja, also wenn es noch schöner würde, ja, das finde ich schön. Und das, ich habe nur gemerkt, man muss, die Menschen sind alle so ein bisschen aufgebracht auch. Und ich habe gelernt jetzt, man braucht Geduld und Ruhe. Und das ist irgendwie was ganz, ganz Wichtiges. Geduld und Ruhe und Nachsicht. Freundschaft ist so wichtig, weil wir auch in manchen Themen liegen die Menschen jetzt auseinander. Und wir sind nicht einer Meinung über gewisse Themen. Und da finde ich, ist so eine freundschaftliche Haltung oder dass man versucht, einfach auch sich gegenseitig zuzuhören. Und auch wenn man sich nicht einigen kann, trotzdem die freundschaftliche Verbindung nicht absterben lässt. Auch wenn man sich über manche Sachen nicht einigen kann. Das finde ich eigentlich, deswegen habe ich gewünscht, Gesundheit und Freundschaft. Rutschen Sie gut rein. Ja, ja, alle. Wir sehen uns ja gleich am Feuer. Vielleicht habe ich doch noch irgendwie eine Flasche von dem selbstgemachten. Die können wir dann ins Feuer kippen. Oh, das wäre wunderbar. Können wir ins Feuer kippen. Und Herr Voss, ich komme bei Ihnen vorbei und hole das Streichholz. Sehr gut. Und ich mache mir kurz das Öl dann noch ab, nicht? Sehr gut. Ach, interessant. Bis gleich, gut. Meine Herren. Tschüss. Auf Wiedersehen.